Es geht weiter mit den Amerikanern im Blitzkrieg 2. Ich stecke immer noch fest im Guadalcanal. Ich werde auch erstmal diese Mission spielen, nicht die erste. Das hat einen ganz besonderen Grund, werde ich aber in dieser Mission später noch erklären. So, niemals Land Dschungel. Schauen wir mal, was ich hier machen muss. Missionsziele. Führen Sie eine Landung mit den Amphibienfahrzeugen durch, um die gegnerischen japanischen Kräfte aus dem Dschungel entlang der Küste zu treiben. Vertreiben, zutreiben, okay. Nehmen Sie die drei unterstützenden Artilleriebatterien ein oder eliminieren Sie diese. Gut. Okay, die Karte steht auf dem Kopf, weil ich hier unten anfange, wie wir sehen. Genau, ich fange hier an. Und auf der Karte war der ganze Spaß andersrum. Gut, wie immer anhalten. Zerstören Sie Artillerie, zerstören Sie das Küstenschutz. Okay, neuer Trupp. Langstreckenartillerie werde ich nicht benutzen. Ich bin nicht so der Freund, der das unbedingt braucht. Ich muss einmal hierhin was kaputt machen. Ich muss einmal hierhin was kaputt machen. Und am Ende werde ich versuchen, die Mitte zu überrennen. Das Ganze sollte ich hinbekommen. Und was diesmal interessant ist, meine Verstärkung kommt hier aus diesem Landungsboot. Das finde ich ziemlich witzig. Gut. Ich mach das erstmal hier. Ja, da geht's schon los. Da geht's schon los. Ich wurde noch nicht mal irgendwie aufgeklärt vom Gegner. Steht aber direkt ins Gesicht. Ein bisschen schade, dass der Gegner dann wahrscheinlich keinen Kriegsnebel hat. Und deswegen einfach mal so reinbelangt. Okay, das Geschütz ist ganz schnell raus. Oh ja, ein Schuss und mein Panzer weg. Das mag man doch. Gut. Hier auch ein Anhalten. Na? Einschalten. Na, dann hol ich nur. Nein! Ihr müsst euch bewegen, ihr müsst euch bewegen, ja. Ach, meine Maus, okay. Gut, kein Problem. Ich habe nur noch ein paar Panzer. Korn bewegt euch sinnlos verloren. So, gruppieren. A-Klick. In diesem Fall ein E-Klick ein. Mit diesem aggressiven Halten sollen die Leute doch bitte angreifen und alles schießen. Aber ich führe die mal manuell an. Ist vielleicht ein bisschen besser, was wir nicht schwer benutzen. Ran so an den ganzen Spaß. Zurück mit euch. Die schießen immer noch. Gut, da kommen sie. Komm, macht sie weg. Die lassen sich. Ja. Da muss ich mich wieder getroffen. Ja, Artillerie ist. Kommt schon wieder. Mensch, was macht die? Ich sag, die KI, die ist. Lol. Oh, lol. Die ballern immer noch. Hier sieht man, sieht so ein bisschen die Granaten kommen von da oben. Ein bisschen weg. Oh, weiter. Hier fahrt. Hier noch. Okay, dann macht er erstmal die bitte kaputt. Das war nicht so clever, meine Einheiten relativ nah zusammenzustellen. Wegen India. Oh! Okay, nice. Ich glaube, die haben sich gerade so ein bisschen selber gesprengt. Aber ihr fahrt erstmal hier rüber. Gut, wie man gesehen hat, wenn man mit den Panzern in den Nahkampf geht, dann schießen einfach mit ihren MG. Und mit die
Besatzung. Ich könnte mir den so Spaß selber mit meiner Infanterie besetzen. Dann könnte ich natürlich auch mit der Artillerie Spaß haben oder ein paar Kellen austeilen, aber wie gesagt, ich benutze das eigentlich nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich sammle mal einen. Ich hoffe, dass sie nicht mehr schießen. Hier seid Gruppe 2. Ja, hier sind wir nicht. Nein, das ist nicht. Da können wir rein. Okay, das ist noch die Infanterie. Die sollten wir wegbekommen. Okay, nehmen wir mal Sturmsturminfanterie. Und dann würde ich sagen, ich pushe einfach jungenmäßig zusammen. Wunderbar. Mit der Retro schon mal ein bisschen. Ein bisschen breiter aufstellen. Armored Recon Unit reporting. They'll get theirs, don't worry. I'll read you, sir. Dann gehe ich mal zusammen drauf, weil dann haben die Panzer dieselbe Geschwindigkeit wie die Infanterie, wie die, entschuldigt, wie die langsamste Einheit. Ich werde hier schon wieder beschossen, ich weiß gar nicht warum. Da war nichts gemacht. Nur die Hilfe. Aber die kleinen Schlitzaugen, die kleinen Japaner, die wollen sich natürlich verteidigen. Was ist das? Dicke Geschütz? Jetzt reicht's. Jetzt kaputt. Ihr seht, wie schnell diese kleinen, leichten Panzer schießen können. Oh, glaube ich schon. Das war die Mission. Wunderbar. Umgefallen. Gut. Dann, das war eine relativ schnelle Runde, denn ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.